KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe dieser kleinen Kinosendung hier, die da heißt KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Hallo, liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den Funkgeräten zu Hause oder an den mobilen Endgeräten oder an den Smartwatches, aber auch ein mobiles Endgerät. Und ich habe keine Ahnung, einfach Hallo an alle. Ich weiß ja gar nicht, wann die Sendung gehört wird. Vielleicht wird die ja in 10 Jahren gehört, wo wir alle quasi solche Implantate im Kopf haben. Ja, aber das ist dann auch ein mobiles Endgerät, weil das ist ja auch unterwegs. Ja. Mobil, ja, okay, mit dir mobil, ja, stimmt, okay. Vielleicht haben wir ja alle so eine Art USB-Buchse hinten dran, wo man dann irgendwie einen USB-Stick hinten rein und dann, das klang jetzt irgendwie schlüpfrig, ich lasse es mal lieber. Wir haben zwei Filme zu besprechen hier in dieser Sendung, wir wollten es ja mal etwas kürzer halten. Dafür sind es aber zwei, ja gut, wenn ich die Wertung so sehe, sagen wir so eine gemischte Wertung. wir hatten den Film Long Legs in der Sneak Preview, also Langbein, mit Nicolas Cage unter anderem. Ja, ein neuer Film mit Nicolas Cage, der ja irgendwie, dessen Karriere irgendwie eine ganz weirde Richtung genommen hat und so auch hier eine untypische Rolle. Dazu kommen wir dann gleich. Und dann waren der Chris und ich auch nochmal im Kino in Deadpool and Wolverine. Endlich haben die Innenstadtkinos unsere Gebete erhört, dass der Film in 2D mal zur Primetime läuft und nicht nur in 3D und in 2D immer nur 14 Uhr oder 23 Uhr oder sowas, sondern ich sag mal so Normalsterbliche, die ja nicht unbedingt in 3D schauen wollen, sondern die Augen etwas entspannen wollen. Die möchten auch gern zur Primetime ins Kino gehen. Ja, deswegen sind wir dann gleich Donnerstag mal rein. Was heißt gleich? Der läuft da schon eine Weile. Aber ja, dann gibt es noch die Neustarts. Die einzigen offiziellen Kinocharts von Stuttgart, hört ihr hier, gibt es dann auch noch. Und von mir gibt es noch ein paar Serien-Neustart-Tipps für die kommende Woche und kommende Tage. Und wir fangen gleich mal an mit Long Legs. Long Legs, der wurde nicht getippt, wenn ich mich recht erinnere. Erinnerst du dich komplett richtig, ja, der war nicht dabei bei den getippten Filmen. Es wurde viel getippt, aber leider, oder ja, nichts Richtiges, kein richtiger Tipp, keiner hat mit diesem Film gerechnet. Der war auch irgendwie, ja, der Tipp im Nachbetrachtung hat er nicht ganz so auf den Film gepasst, würde ich sagen. Vielleicht war noch ein anderer Film geplant, man weiß es nicht. Also, bei Long Legs, ich habe es schon verraten, Nicolas Cage spielt da eine Rolle. Und die Hauptrolle hat aber die FBI-Agentin Lee Harker, gespielt von Micah Monroe. Und die kennen wir aus den Filmen Independence Day, Wiederkehr und Die fünfte Welle habe ich auch mal gesehen und It Follows. Das war ja auch ein ziemlich guter Film. Und hier sehen wir sie, wie sie so ein bisschen übernatürliche Fähigkeiten hat, würde ich es mal nennen. So irgendwie das dritte Auge oder wie man es nennt oder so ein hellseherische Fähigkeiten. Sie ist nämlich ganz am Anfang mal mit einem FBI-Kollegen unterwegs und da ist so eine typische amerikanische Vorortsiedlung und da muss sich irgendwo jemand Schlimmes verstecken, ein böser Bube und die haben nun die Idee, dass sie da irgendwie alle Häuser irgendwie abgrasen, überall klingeln und checken, ob da jemand ist oder ob da eventuell jemand gekidnappt wurde vielleicht, der dann an die Tür geht und sagt hier, alles in Ordnung vielleicht und ein Zeichen gibt oder so. Und sie beim Durchfahren dieser Siedlung hat sie aber schon so ein Gefühl, sagt hier in dem Haus, da ist was, wir sollten hier das große Besteck nehmen, hier das SWAT-Team rufen und sowas und ihr Kompagnon, der FBI-Kompagnon sagt aber, nee, dann rufen wir die und dann ist das falsche Alarm, lass mich erstmal da hingehen, erstmal gucken und ja, geht dann dahin und guckt und das war dann auch das Letzte, was er gemacht hat und sie hatte nämlich recht gehabt und dann sehen wir auch, wie jemand dann festgenommen wird und das führt dann auch dazu, dass sie so ein bisschen von so einer anderen Abteilung kontaktiert wird vom FBI, die ihre hellseherischen Fähigkeiten benötigen können, denn sie stehen vor einem ungelösten Serienmordfall. In diesem ungelösten Serienmordfall geht es darum,
dass immer wieder Familien umgebracht werden, ganze Familien ausgerottet werden. Und es ist aber auch nie nur eine DNA-Spur von irgendjemand anderen am Tatort zu finden. Und am Tatort befindet sich dann immer so eine Art Brief von einem Mörder. Das sieht so ein bisschen aus wie vom Zodiac-Killer, solche komischen Schriftzeichen und Hieroglyphen, die da hinterlassen wurden. Das konnten sie bis jetzt auch noch nicht entschlüsseln. Und das ist jetzt schon sehr, sehr oft passiert, immer im Umfeld des Geburtstages von einem der Kinder der Familie, immer irgendwie der 14. des Monats. Und man hat nun Bedenken, dass das jetzt wieder passiert, weil sie haben überhaupt noch keine Idee und Spur. Und sie findet dann relativ schnell zur Überraschung aller raus, was diese Codes bedeuten auf diesen Briefen. Und dann geht es natürlich auf die Jagd nach dem Mörder. Und dadurch, dass sie auch so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten hat, sieht sie dann auch Dinge. Und bei ihr selber in der Vergangenheit war auch nicht alles okay. Also sie besucht dann auch mal ihre Mutter und die ist auch sehr weird. Und da erfahren wir dann auch noch einiges. Und viel mehr möchte ich da mal jetzt nicht verraten. Oder habe ich noch irgendwas Wesentliches vergessen, was man verraten könnte, Chris? Die Rolle von Nicolas Cage vielleicht noch. Ja, wollen wir das? Ja, gut, wenn der genannt ist, ja, der wird schon irgendwo auftauchen. Also er spielt so einen ganz weirden Typen, der irgendwie ja ganz seltsam aussieht. Der hat auch ganz viel Gesichts, so irgendwelche Maske drauf, irgendwie. Also der sieht irgendwie ganz anders aus, sieht gar nicht aus wie Nicolas Cage. Man erkennt ihn natürlich so ein bisschen vom Habitus her und ja, er wird dann auch gefangen genommen und für den Mörder, oder man denkt, man hat den Mörder und vielleicht hat man ihn auch, weil er spielt dann so ein seltsames Spiel mit denen. Und ja, ich glaube, ich will nicht viel mehr verraten. Sonst verrät man vielleicht zu viel. Ja. Der Trailer verrät schon ein bisschen, also der eine Trailer verrät schon ein bisschen sehr viel. Ich habe extra bei uns den anderen Trailer verlinkt. Clever. Erzähl dir mal, hier in diesem Qualitätspodcast werden sogar die Trailer überprüft auf Qualität. Auf kinocast.net könnt ihr ja jetzt immer abstimmen, wie euch der Film gefallen hat und was der Tipp für nächste Woche ist. Und da poste ich auch immer gleich den Trailer mit, dass vielleicht interessierte Zuschauer, die da vielleicht sagen, ja, ich guck mal, wie die anderen den bewertet haben. Und wenn der vielleicht in eine gewisse Richtung geht, dass sie sagen, ja, ich guck mir mal den Trailer an. Deswegen poste ich den da immer gleich mit rein. Und für mich gleich so ein bisschen eine kleine Vorarbeit für die kommende Kinocast-Episode, weil da brauche ich das ja alles wieder. Dann habe ich es schon mal rausgesucht. Ja, du fandst es nicht ganz so, sehe ich hier so an deiner Wertung. Tatsächlich, nee, ich fand ihn komisch. Bisschen, ja, super weird teilweise. Oh, das mochte ich. Und ja, ich nicht so. Also, muss einen Schluck trinken, bevor ich anfange zu husten. Es war, Ich fand's einfach schwierig. Ich fand, der Film war sich selbst nicht ganz so klar, wo er hin will, wie er da hin will, wer jetzt welche Rolle hat, was da wirklich so. Also mir haben da irgendwie ein paar Teilchen einfach gefehlt, dass ich sagen kann, ja, war eine runde Sache. So fand ich's vom Schauspielerischen her ein bisschen weird. Insgesamt fand ja die Charaktere fand ich jetzt auch noch. Wenn ich jetzt zack, blass, dann muss ich selber anfangen zu lachen. Wegen Nicolas Cage, ne? Sehr blass. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich kam da nicht so mit klar, kam da nicht so rein. Hat mich nicht so in den Bann gezogen. Also es war nicht so, wir haben heute noch einen anderen Film, wo wir nach einer Minute jemand drüber geredet hat. Das ist kein Vergleich, komm. Gemeint hat, boah, ich bin voll drin. Das ist fies, und kannst du nicht vergleichen. Ja, ich meine es nur, weil mir ging es halt wirklich so, ich war nicht drin dann und habe keinen so richtigen Zugang zu dem Film gefunden, was bestimmt dem Film Unrecht tut, ein Stück weit. Nur, ja, es war halt, die Erschreckmomente sind halt sehr viel mit Sound gemacht. Also der Sound war ganz gut gemischt, das war ganz gut gemacht. Nur halt dieses volle Möhre aufdrehen dann immer und so, damit es auch jeden irgendwie verwischt. Ja, weiß nicht. Wie fandest du damals Gretel and Hansel? Den hatten wir in der Sneak Preview, weil das ist vom selben Regisseur. Der war ganz okay. Das war halt auch so ein, also ich würde sagen hier Longlegs ist auch so ein Slowburner am Anfang. Also das ist wirklich
er nimmt sich extrem viel Zeit, so eine bedrohliche Grundstimmung aufzubauen. Das mochte ich sehr, auch die Art, wie es gedreht ist. Ich glaube, du hast ganz am Anfang, da warst du da schon drin, wo das so in diesem fast schon Square-Format Instagram fast lief, wo die kleine, das kleine Mädchen, ich fand das total genial, wie so mit diesem, auch die Filmqualität so richtig, du hast erkannt, wenn irgendwas in der Vergangenheit spielen soll, von der Art, wie das koloriert ist und wie es halt damals ausgesehen hat, die Farben im Kino und so. Und dann so dieses, ja, weil die Hauptdarstellerin hat das auch so gut gespielt, dieses, dass sie eine Fähigkeit hat, aber das ist jetzt keine, eigentlich ist es ja eine Superpower, ja, aber sie hat eher das so gespielt, als wäre das eine Last für sie, dass sie immer Dinge schon sieht und das hat mir total gut gefallen. Ich möchte dem Film ein paar Sachen aber trotzdem ankreiden. Zum einen finde ich es absolut dämlich, Nicolas Cage hier schon zu enthüllen, als dass er mitspielt. Wie geil wäre das gewesen, du hättest dann so, hä, wer ist das? Und irgendwie kommt er mir bekannt vor, wer ist denn das? Weißt du, wenn es keiner gewusst hätte, dass er da mitspielt, da hat der Film sehr, sehr viel Potenzial verschenkt. Weil dadurch, dass wir am Anfang wissen, das stand am Anfang da, ja, mit der, Nicolas Cage spielt mit, du wusstest ja, okay, dann kommt er irgendwann und bis jetzt war er noch nicht da, ja, wann wird es denn sein und wer wird es sein? Also ich meine, von FBI ist es keiner, okay. Vielleicht ist es dann doch der andere Typ, der da immer so komisch ist, ja. Deswegen, also, ja, ansonsten vom Film her, vom Dreh her fand ich das richtig gut. Oh, es sah so schön aus und diese Stimmung, wie die geschaffen wurde und die Musik, der Soundtrack und also der Score, nee, nicht Soundtrack, der Score vor allem. Und dieses düstere, fast schon hier Schweigender Lämmer oder Siebenmäßige, wo sie ihn dann gefangen nehmen und er ist dann auch so wie damals bei Sieben, der, ja, also ich fand es schon sehr, sehr gut. Richtig gut gemacht. Ja, nee. Hat ja auch, war ein Riesenerfolg, war sehr günstig zu produzieren, hat irgendwie 10 Millionen gekostet und hat schon sehr, sehr viel eingespielt in den USA und jetzt geht er erstmal in den Rest der Welt. Bin gespannt, was er da reinholt. Die Poster finde ich alle ziemlich mäh, weil ich musste ja hier eins raussuchen für unser Posting. Also pff, das Poster, du siehst die Frau, wie sie so die Hand vor den Mund hält oder irgendwas. Also hätte man schon ein bisschen einfallsreicher sein können. Ja. Achso, wer noch so mit dabei ist, Blair Underwood, Alicia Witt mit dabei, könnte man kennen. Ja, und ich kann jetzt hier leider auf die Schnelle nicht ausrechnen, wie der Durchschnitt aussieht. Die meisten Stimmen sind zumindest für Naja eingegangen bei uns in der Sneak Preview hier bei kinocast.net bei der Abstimmung. Sind aber auch, es geht hoch bis zu 10, haben zwei Leute 10 Punkte gegeben. Ich bin keiner davon, sage ich gleich. Haben auch eine Stimme für 1, Entschuldigung, für einen Punkt und ein paar für 3. Also ich denke mal, wenn ich so ganz grob sage, würde ich so sagen, zwischen 5 und 6 liegt so der Durchschnitt. Aber der Chris wird das dann nochmal genau ausrechnen für die Sneak Preview dann. Auf jeden Fall ein minimaler Vorsprung dafür, dass es weiterempfohlen wird, der Film. Ein hauchdünner Vorsprung, also es ist eigentlich 50-50 ungefähr. Also meisten hat es gefallen, die empfehlen es weiter, meisten hat es nicht gefallen, die empfehlen es nicht weiter. So Hälfte-Hälfte ungefähr. Könnt ihr gerne selber schauen, weil man kann ja immer noch weiter voten. Also ich habe das, glaube ich, nicht gesperrt, dass es irgendwann aufhört. Ihr könnt den auch, wenn ihr den im Heimkino irgendwann gesehen habt, auch noch eure Stimme abgeben. So, wo pendelst du dich ein, Chris? Bei der Wertung. Ich pendel mich da ein, in die Richtung, wo es eigentlich auch wahrscheinlich gehen wird. Ich habe es mal kurz grob überschlagen. Es müsste bei, der Schnitt aktuell bei kinocast.net ist bei 5,48. Ich habe ihm 5 von 10 Punkten. Da war ja mein aus der Hüfte geschossen, irgendwo zwischen 5 und 6. Ja doch, ja, relativ war nicht gut. So verkehrt. War nicht so verkehrt, das ist schon gut. Ja, genau. So habe ich mir mein Mathe-Abi gerettet mit solchen präzisen Schätzungen. Mit präzisen Schätzungen. Ach so. ja, das wird ungefähr so viel sein. Ja, okay. Nee, Quatsch. Ja, ich gebe 7, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe ihn sogar schon mal so ein bisschen bei Blu-ray auf meine Liste gesetzt, bei Amazon. What? Ja, doch, ich glaube, den gucke ich, okay. Möchte ich gerne nochmal gucken,
weil ich fand ihn auch so schön gedreht und vielleicht gibt es da noch ein paar Zusatzinfos dann auf der Blu-ray. Jo, und dann, wenn wir einmal auf meiner Kinocast-Netzseite sind, schauen wir doch gleich mal, wie so die Tipps für nächste Woche sind. Wie ist denn da der Hinweis, Chris? Der Tipp für die Sneak 1228 lautet: Das Schönste, was du sein kannst, bist du selbst. Ach, ja, ging auch gleich, wo das kam. Ach, durchs Kino. Das klingt natürlich nach einer Rom-Com, würde ich fast sagen. Ne? So von der Art her. Deswegen habe ich getippt, der ja auch schon ein paar Mal getippt wurde von anderen, die, ich nehme mal an, das ist eine Rom-Com, nur noch ein einziges Mal, It Ends With Us. Der englische Titel klingt irgendwie ein bisschen nicht nach Rom-Com, aber der deutsche Titel, mal schauen. Der Martin, schöne Grüße, hat einen Film getippt, der heißt Diddy. Ist nicht mit Diddy Hallervorden. Ist irgendwie nee. Koreanische Schriftzeichen, wenn ich es richtig sehe. Ja, sagt mir gar nichts. Habe ich auch den Trailer jetzt nicht gesehen. Der Cinebasti hat getippt, sogar zwei Tipps abgegeben. Nämlich zum einen Paris Paradies. Das ist der neue Film mit Monica Bellucci. Und zack ist der Erik fit für Montag. da geht's um eine Frau, die war irgendwie Jahre verschwunden, die war irgendwie, was war die, irgendwie Konzertpianistin oder irgend sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Und die war irgendwie jahrelang verschwunden, plötzlich taucht sie wieder auf, jeder fragt sich, wo sie war und ja, das ist so ein bisschen mysteriös dann, ja. Und der zweite Film ist The Substance. Da ist der neue Film mit Demi Moore. Da geht es irgendwie darum, dass es eine Substanz gibt, die irgendwie genetisch einen irgendwie verändert, damit es irgendwie die bessere Version von einem selbst wird. Sah so ein bisschen aus wie dieser Film mit Bradley Cooper, dieser Ohne Limit. Also wo man ja auch sowas nimmt und dann plötzlich so wird alles freigesetzt und so. Aber hier geht es noch ein bisschen mehr in die Richtung, dass sich irgendwie in eine komische Richtung dann weiterentwickelt oder so. Da hat er aber selber geschrieben, der Cinebasti, dass er da nicht sicher ist, ob es da überhaupt schon eine deutsche Synchro gibt, weil der ist noch sehr, sehr neu und hat wohl erst, ja, ist noch eine Weile hin, bis der ins Kino kommt. Na, okay. Dann, ja, der Hit der Woche, würde ich fast sagen. Deadpool and Wolverine. Chris. Ja, tatsächlich ein Marvel-Film, der den Erik und mich zusammen mal wieder ins Kino geführt hat, weil wir beide gesagt haben... Das letzte Mal war Endgame, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, guck mal, schon geht's los, weil aber so ja, komm, also ich muss dazu sagen, die Werbetrommel, wo gerührt wurde, war mir too much inzwischen. Also es war, überall waren ja nur noch Ryan Reynolds und also Hugh Jackman zu sehen. Mir hat das immer ein leichtes Grinsen entlockt, wenn ich die zwei irgendwo gesehen habe auf dem Tablet. Die haben da irgendwelchen Quatsch gemacht und so. Ich fand es tatsächlich ein wenig, ja, zu heftig. Und es geht prinzipiell darum, dass Deadpool... also Ryan Reynolds wieder als Deadpool, ne? Den haben wir zuletzt gehabt, 2018 müsste, glaube ich, Deadpool 2 rausgekommen sein, also 6 Jahre später. Inzwischen hat Disney die Rechte gekauft hat Disney 20th Century Fox gekauft, was man nicht nur einmal als Seitenhieb mitbekommt. Ich sag nur, fick dich, 20th Century Fox, ich bin jetzt in Disneyland. Und es geht quasi darum, dass die TVA feststellt, oder von der TVA ausgeht, so, ja, der Zeitstrahl von Deadpool wird enden. Und deswegen möchte man ihn, weil der Zeitstrahl ja da endet, möchte man ihn quasi aber saven. Weil ein Ankerwesen fehlt. Das Ankerwesen ist ja weg. Ja, meine ich ja, es fehlt. Das Ankerwesen fehlt und das ist nicht er. aber man möchte ihn halt tatsächlich da... Ja, also auf Missionen schicken, um seine Fähigkeiten eben nicht zu verlieren. Und Deadpool ist da zuerst so ein bisschen angetan mit, okay, ich kann wirklich was tun, aber dann kommt halt raus, ja gut, wenn er das macht, dann verliert er seine ganzen Freunde und seine ganze Familie. Er könnte ein Avenger werden, ne? Oder? War das nicht so? Ja. Nein, das wollte er werden, er abgelehnt. Nee, haben sie ihm doch gesagt, hier, wenn sie die Mission erfüllen, können sie in dem anderen Universum bei den Avengers mitmachen oder so. Ja, genau, ja, okay. Mit Captain.
Warum hält er mich im Arm? Ich sage jetzt nicht wer. Ja. Das ist eine absolut ungeklärte Frage übrigens immer noch. Und Deadpool beschließt dann eben, das nicht zu machen, sondern er möchte eigentlich seine Family retten. Und das Ankerwesen aus seiner Timeline ist eben Logan, also Wolverine. Und zwar der Wolverine, der Logan, der in dem eigenen Film, den er hat, ja, da ja gestorben ist. Und deswegen hat er kein Ankerwesen mehr. Heißt, man macht sich auf und sucht erstmal das Grab von Wolverine, also das Grab von Logan. Und dann wird es schon also so brutalst heftig, würde ich mal sagen. Weil dann kommt eine absolut genial choreografierte Kampfszene gegen Agenten. Sehr, sehr schön mit Musik untermalt. Da ist auch der Musiktipp unserer Woche damit drin diesmal. Kann ich schon mal spoilern. Und das war schon der Moment, wo der Erik neben mir saß. Der Film hat mich schon. Das war sogar eher. War noch vorher? Ja, das war noch vorher, wo er da einfach in diesem Wald da rumläuft und irgendwie auf der Suche nach dem Grab ist. Und, Ja, okay. Also es ist einfach komplett verrückt. Und Deadpool schafft es dann tatsächlich solche Zeitsprünge zu machen, also solche in andere Zeitstrahle zu gehen, weil er sagt halt, okay, ja, besorge ich halt mir einen anderen Wolverine, ein anderes Ankerwesen und dann wird das schon hier funktionieren. Und dementsprechend macht er sich auf der Suche nach Wolverine und ich muss schon wieder lachen, weil es ist eine wilde, wilde Fahrt tatsächlich durch die Geschichte der Comics auch mit ganz arg vielen verschiedenen Wolverines. Auch Cameo-Auftritte, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Einfach herrlich. Also wenn man die Comics kennt so ein Stück weit, dann wird man ganz, ganz große Augen machen und man trifft eher eben auf einen Wolverine, der völlig fertig ist, der eigentlich von, ja, die in seiner Welt überhaupt nicht gewollt ist und alles. Und der hat auch noch den gelben Anzug an. Das war ja immer so ein Ding. Der hatte nie seinen Comic-Anzug an. Wolverine gab es vorher nicht. Für Deadpool 3 haben sie ihn da reingesteckt und es sieht so unglaublich gut aus. Es ist so unglaublich toll. Es gibt so unglaublich tolle Wolverine-Szenen, so wie man es aus dem Comic kennt, wie man es denkt. Es ist für mich tatsächlich, zum einen bin ich super froh, dass Hugh Jackman nochmal in die Rolle geschlüpft ist und zum anderen war das für mich der beste Wolverine, den ich in allen Verfilmungen da gesehen habe. Definitiv, weil natürlich auch zum ersten Mal durfte er seine, oder hast du auch gesehen, was die Krallen auslösen, ne? Weil das war ja immer so, ja, wir machen das mal jugendgerecht, ja, niemanden anpissen und so weiter und nee, das können wir nicht zeigen und hier siehst du schon, erst ständig gibt es da irgendwelche Fights, also wo natürlich Deadpool, der ja unverletzlich ist, oder nee, er ist ja verletzlich, aber er heilt ja schnell, ne? Genau. Ja, dann regenerativ, die Krallen, aber was haben wir gelernt? Nicht alles sind regenerativ. Ich muss schon wieder lachen, Entschuldigung. Ja. Herrlich. Das ist ein Riesenspaß. Ja, also dann macht er sich eben auf mit diesem Deadpool. Lass mich die Geschichte von zu erzählen. Ich bin noch nicht fertig. Und macht sich Deadpool eben auf, und weil er sagt, okay, mit diesem Wolverine wird es wahrscheinlich funktionieren, aber wie es halt so ist, es funktioniert eben nicht und dann landet man auch woanders und trifft dort auf Cassandra Nova, gespielt von Emma Corrin. Und was die noch zu tun hat und was die noch alles macht, das verraten wir jetzt nicht mehr. Ich kann nur sagen, die Freunde von Deadpool sind alle dabei. Ganz arg viele Charaktere bekommen einen Auftritt, wo man eigentlich vielleicht auch schon teilweise vergessen hatte oder was weiß ich was. Es ist auf jeden Fall ein absoluter Spaß. Also von vorne bis hinten. Das sind 2 Stunden, 7 Minuten, wo dieser Film geht. Und es ist ein absoluter Spaß. Die Zeit geht unglaublich schnell rum. Es ist Action, 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 Action. Es ist sehr, sehr viel Fanservice. Es ist Ich weiß gar nicht, wir gehen langsam jetzt schon die Superlativ nicht nur Action, aus. Auch Spaß. Ja, viel Action Spaß. Und Spaß. Ja, und die Kampfszenen sind brutal gut choreografiert.
Außer also wirklich. Einer, außer einer, fand ich. Außer einer, okay. Diese Mad Max Kampfszene. Also nicht die draußen, sondern dann die in diesem, ja, in dem Lager, sag ich mal. Nee, selbst die fand ich auch noch ganz cool. War ein bisschen weil da halt sehr ganz unübersichtlich, ja. Ganz, ganz arg viele verschiedene Charaktere auch wieder aufeinandertreffen. Und der Film konzentriert sich aber wirklich auf Deadpool und Wolverine. Also es ist nicht noch arg viel Nebengeschichten und was weiß ich was alles. Aber es ist so herrlich. Wirklich, es ist so herrlich. Ich kann es wirklich nur empfehlen, den im Kino anzugucken. Ich hätte tatsächlich sogar Bock, den nochmal im Kino zu gucken. So gut hat er mir gefallen. Ich habe ja für die Innenstadtkinos hier in so einem Kinotipp für den Juli machen dürfen. Juli machen dürfen. Und es ist so gekommen, wie ich es da gesagt habe. Ich habe gesagt, das ist, denke ich, der absolute Sommerhit des Jahres. Und das ist es. Also es ist, glaube ich, nicht nur der Sommerhit, sondern es ist, glaube ich, sogar einer der Filme des Jahres, an dem eigentlich kein Weg dran vorbeigeht. Er ist so actiongeladen. Klar, er ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh, was für deepe Messages und oh, ganz wichtiges Thema. Nein, es ist ein Film, der unglaublich Spaß macht, das ist immer dieses, wie führt man die Figuren von 20th Century Fox, von der Marvel-Serie, ins MCU mit rein. Und Deadpool kommt halt mit einer richtigen Arschbombe und sagt, hier bin ich. Kann's nicht anders sagen. Es ist einfach so gut. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich erzähle hier auch von dem Film immer noch mit einem Grinsen, wenn ich nur dran denke. Also, und ich glaube, dem Erik ging es ganz ähnlich. Ja, super gefallen, der Film, von Anfang bis Ende. Wie gesagt, drinnen gab es noch ein paar so Sachen, aber das Gemecker auf hohem Niveau. Und ich glaube, also bei Marvel, so die letzten Marvel-Filme waren nicht so der Riesenbringer, muss man sozusagen vorsichtig zu sagen, um niemanden ans Bein zu pissen hier. Ich glaube, das ist jetzt mal wieder ein richtiger Kracher. Ich glaube, es tut zum einen Marvel gut, jetzt hier so einen frischen Helden zu haben oder so einen quasi Anti-Helden zu haben, der ganz andere Leute abholt, ganz anderes Spektrum. Und vielleicht sollen sie eher in diese Richtung als in irgendwelche philosophischen Richtungen wie mit The Eternals gehen oder irgendwelche komischen Serien da, wo keiner richtig mehr mitkommt. Und ist ja auch so bei Deadpool, also Deadpool setzt eigentlich, ja, also selbst das mit der TVA wird ja gut erklärt. Man muss jetzt Loki, die Serie, nicht unbedingt gesehen haben. Wenn man die gesehen hat, ist natürlich zum Vorteil. Ansonsten, ja, den vorhergehenden Deadpool sollte man gesehen haben. Das Logan, wenn man den nicht gesehen hat, wird auch erklärt hier. Also man braucht eigentlich kein Vorwissen, um hier Spaß zu haben in dem Film. Und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen, Deadpool and Wolverine. Ja, 100% war der Empfehlung, komplett. Also so, von mir komplett, ohne mit der Wimper zu zucken. 9 Punkte von mir für diesen Film. Ich bin tatsächlich bei 9,5 von 10. Das, ja. Ganz, ganz nah dran an Perfektion. Mhm. Einfach, weil ein Mordspaß und sehr, sehr froh bin, dass ich den im Kino sehen konnte. Ich auch. Ja, das war eine echt gute Idee. Und gut, dass die Innenstadtkinos den nochmal in 2D reingenommen haben in den normalen Zeiten. Sehr gut. Wir schauen mal, wie es so läuft. In den Charts ist er, glaube ich, noch nicht so richtig drin, weil da nur das letzte Wochenende drin ist. Wir schauen mal. Kinocharts und Neustarts. Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart ist der Film 2:1, den wir in der Sneak Preview hatten. Geht da mal rein, der ist schön. Ja, Platz 4, Führer und Verführer, wo immer der Trailer läuft, wenn wir Kinos hochlaufen. Und Erik jedes Mal, was ist hier los? Platz 3, Alles steht Kopf 2. Dann Platz 2, ein Film, den wir komplett empfehlen können, und zwar Deadpool und Wolverine. Aber immer noch auf Platz 1, ja, Ferien, klar, wenn da ein Kind ins Kino gehen will, müssen die Eltern mit, ja, das sind schon mal 3 Karten. Ich einfach unverbesserlich 4. Aber ich glaube, das könnte alles beides, die beiden Kinderfilme, nächste Woche abgelöst werden durch den Warner-Animationsfilm hier mit Daffy Duck und so. Mal schauen. Ja, kann sein. Aber ich möchte auch noch sagen, in den Top 5 sind 4 Filme, die wir hier im Kinocast auch besprochen haben. Sehr schön. Ja.
Hab gerade nochmal nachgeguckt. Okay. Danke für dein Vertrauen. Was startet denn alles Neues? Es ist nicht so viel, was jetzt startet, deswegen können wir, glaube ich, mal alles ganz kurz erwähnen. Es startet zum einen Longlegs, den haben wir ja vorhin besprochen. Ich nehme gleich mal den zweiten noch mit. Das ist der Film 200% Wolf, ein Animationsabenteuer. Fortsetzung von 100% Wolf. Also ich erkenne beide, also den nicht und ich weiß nicht, ja. Ja, das glaube ich, hast du 100% nicht verpasst. Dann startet eine isländische Bestseller-Verfilmung um einen Koch, der zu Beginn der Pandemie aufbricht, um seine verschollene Jugendliebe zu finden. Touch startet. Ein Drama. Achso, soll ich noch? Okay. The Dead Don't Hurt mit Viggo Mortensen, dieser Western-Abgesang, hatten wir ein paar Mal getippt, auch für die Sneak. Und der vorhin schon erwähnte Paris Paradies, eine französische Tragikkomödie mit Monica Bellucci. Ist es jetzt Paris Paradies oder Paris Paradis? Es gibt übrigens auch einen sehr schönen Film, Jena Paradies. Den kann ich mal empfehlen. Jena Paradies. So heißt nämlich der Bahnhof, Paradiesbahnhof in Jena. Jena Paradies heißt der Film. Von einem Regisseur aus Gera gedreht. Achso, ich habe verstanden, Jena. Weil Jena, Jena wie die Jena. Stadt. Ja, Jena, ja. Jena Paradies. Und den hatten wir damals in der Sneak Preview in Gera. Und da war der Regisseur mit anwesend, der Marco Mittelstädt, der kommt aus Gera. Ja, kann ich empfehlen, wenn ihr den irgendwo erwischt auf irgendeinen Streamingdienst, schaut ihn mal an. Okay, dann rush ich mal ganz schnell durch die Serien Neustarts. Serien. Denn so zwei möchte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Der erste Ding, der könnte der Kate auf jeden Fall gefallen. Der heißt Fallen. Das ist so eine Fantasy-Reihe und basiert auf einem Bestseller. Und hier geht es darum, dass eine junge Frau, die ist in so einer Art Gefängnis inhaftiert, irgendwann in der Zukunft. Aber sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie da irgendwas Schlimmes gemacht hat. Und in diesem abgeriegelten Gelände, da herrschen strenge, undurchschaubare Regeln. Und das basiert, wie gesagt, auf so einer sehr erfolgreichen Reihe. Da spielt unter anderem Alexander Siddig mit, der bei Star Trek den Dr. Bashir gespielt hat und so. Also die Besetzung ist top und hat jetzt Weltpremiere am 12. August exklusiv bei Sky. Dann startet 14. August die dritte Staffel von The Bear auf Disney Plus. Am 15. August startet Emily in Paris, die Staffel 3 auf Netflix. Und noch was Neues, am 15. August startet auf Amazon Prime die Serie Perfekt verpasst. Und das ist eine fiktionale Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka, eine Comedy-Serie. Die dürfte durchaus einige Leute interessieren, denn diese zwei Spaßkanonen in einer Serie zusammen vereint, ja, das kann nur gut werden. So, das waren meine Serientipps der Woche und jetzt haben wir noch einen Musiktipp für unsere Spotify-Playlist. Music. Chris, was packen wir da drauf? Wir packen aus dem Film Deadpool und Wolverine etwas drauf, was tatsächlich so ein Stück weit auch wieder ein unglaubliches, ja, eine unglaubliche Erfüllung von über 6 Jahren Wartezeit war. Wir packen nämlich drauf einen Sync mit Bye Bye Bye. Zum einen, weil es eine unglaublich coole Szene, eine unglaublich gute Szene damit gibt. Und zum anderen ist es wirklich so, dass in Deadpool 2 ist es, wo es irgendwas mit Celine Dion am Ende gibt und Deadpool noch meint, oh scheiße, hätten wir lieber einen Sync genommen. Mhm. 6 Jahre später haben sie einen Sync genommen. Und es ist so großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Es hängt komplett im Kopf einfach fest. Habe ich im Spoiler-Talk, hänge ich hinten dran, noch eine kleine Zusatzinformation. Aber jetzt sag mal erstmal bye, bye, bye. Bis nächste Woche. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Hast du auch das Interview gesehen zu dem Thema Bye, Bye, Bye von NSYNC? Mit Ryan Welches? Reynolds, wo sie ihn gefragt haben, wie er das gemacht hat mit den ganzen Tanzen und so. Hat er es überhaupt selber gemacht? Ja, das war ja die Frage. Und dann hat er erst so, ja, natürlich, ja, klar. Ich glaube so. Nicht, dass er es selber gemacht hat. Und dann hat er gesagt, nee, Leute, wisst ihr, es gibt einfach Leute, die können das viel besser. Und da hat er auch sein Stuntman genannt, der das für ihn gemacht hat. Der konnte Da habe ich ein Video dazu gesehen, seinem Stuntman. Der hat nämlich einen Anruf bekommen von seinem Agenten und der hat gemeint, ey, pass auf, stell keine Fragen,
Keine Fragen, aber nein, wirklich keine Fragen, aber du hast 30 Minuten Zeit, den Tanz von NSYNC Bye 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 zu lernen und mir ein Video dazu zu schicken. Und er so, was? Und so kam es dann auch. Also es ist so vieles, was einfach da schon im Vorfeld auch so witzig ist. Und ich finde es auch immer noch so geil, dass die ganzen Cameos, dass die sich auch tatsächlich da bereit erklärt haben, das mitzumachen, den Spaß. Also herrlich. Bis bald im Kinocast.